Erinnere nochmal an Rahel Goldwein-Strauß, die erste Frau, die hier in Heidelberg Medizin studiert hat. Und Olympia Marata ist eine italienische Dichterin und humanistische Gelehrte, die in Heidelberg gelehrt hat. Den Lehrstuhl für Medizin hat allerdings noch ihr Mann inne gehabt. Wir haben die Universität Schneller ein Mentorenprogramm aufgelegt und meine Mentee Frau Gabrisch ist in der Tropenmedizin und die ist so erfolgreich, die hat heute schon eine eigene Veranstaltung. Und die Veranstaltung geht nicht, ohne dass ich meinen Mentor erwähne. Was hat die DFG getan? Viel. Und ich bin sehr froh, dass Herr Grunwald hier ist. Mit seiner Frau, der als Generalsekretär der DFG die Gleichstellungsstandards wirklich auf den Weg gebracht hat. Und das, denke ich, ist ein Instrument, das die Fakultäten wirklich anregt, aber auch zum Bericht auffordert. Was sind diese Gleichstellungsstandards? Die DFG hat ganz klar erkannt, die Positionierung im internationalen Wissenschaftsfeld, die kann auf keinen Fall auf ein ungenutztes Potenzial verzichten. Das geht überhaupt nicht. Es gibt einen internationalen Konkurrenzdruck. Man möchte Frauen auf allen Stufen des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses fördern. Es muss einen Anstoß aber geben zur strukturellen Veränderung in den Einrichtungen. Es ist wichtig, dass das ein Vorstandsthema wird. Und man muss ganz klar sagen, keine Exzellenz ohne Gleichstellung. Wie sind diese forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG definiert? Mir gefällt es, sie adressieren Struktur, personelle Gleichstellungsstandards und sie sind ganz klar. Was sind denn Standards? Sie sollen durchgängig sein, transparent, kompetent, wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert. Was wollen wir mehr? Die wichtigsten Kriterien sind, dass sich die Leitungsebene kümmert. Nur so kann schnell Veränderung passieren. Das sehen Sie, erleben Sie heute Abend. Dass die Gleichstellung als Gesamtstrategie, DKFZ, Klinikum, Universität verstanden wird. Dass es eine nachhaltige und gleichstellungsorientierte Ressourcenzuweisung gibt. Klar, immer noch so, dass Frauen, die forschen, weniger Quadratmeter zur Verfügung haben. Kann man ja denken, sie sind vielleicht so groß wie ich, aber man kann auch drüber nachdenken. Und es braucht überzeugende personelle Zielvorgaben. Und die DFG fragt uns auch, was habt ihr getan und wie sind eure Ziele? Und das sind die Heidelberger Zahlen. Dann kann man jetzt wieder überlegen, könnte das schneller und zügiger gehen. Wege aus der Krise. Ich fasse es nochmal zusammen, weil wir es immer alle so gründlich gewohnt sind. Eine intensive Begleitung, die wollen wir Ihnen ermöglichen. Sprechen Sie uns an. Ja, wir sind hier in der Übergangsphase von der Promotion zur Habilitation durch gezielte Maßnahmen für Frauen, aber selbstverständlich auch für Männer. Mentorenprogramme, Förderungsprogramme, Netzwerke, Verbesserung der Rahmenbedingungen. Sehe ich als meine vordringliche Aufgabe in der Unterstützung meines Chefs als leitender Oberarzt, dass wir Männern die Elternzeit selbstverständlich ermöglichen, dass wir insgesamt die Rahmenbedingungen im ärztlichen Beruf verbessern, damit das Schlagwort Work-Life-Balance keins bleibt. Einen verstärkten Einsatz des Instruments der aktiven Rekrutierung, um qualifizierte Frauen auch wirklich zu gewinnen. Geschlechtergerechte Verteilung von Mitteln, nicht nur von Laborräumen. Und Integration von Gender-Aspekten wird Steuerungsinstrument. Ich finde schon, man kann mal drüber nachdenken, ob solche Dinge nicht wirklich budgetrelevant sein sollten. Und natürlich die Integration von Gender-Aspekten in Lehre und Forschung. Was kann man denn jetzt unmittelbar tun? Ich freue mich sehr, dass Frau Schmeißer von der UFK, von der Universitätsfrauenklinik hier ist. Der Deutsche Ärztinnenbund hat im März dieses Jahres reagiert und einfach mal gesagt, lasst uns eine Regionalgruppe Heidelberg-Mannheim gründen. Die leitet Frau Schmeißer, das Programm liegt draußen aus. Da möchte ich Sie ganz herzlich einladen, einfach mal ganz unkompliziert Kontakt mit uns und miteinander aufzunehmen. Wege aus der Krise. Gibt es auch etwas, was die Frauen tun sollten? Müssen wir Männer werden, hat mich gestern jemand gefragt. Und dann möchte ich Ihnen dieses Schmankerl hier nicht vorbehalten. Das hier ist Dr. James Berry, ein Begnadeter für seine Wutausbrüche, bekannter Chirurg.
Und als er dann verstorben war, er war der höchste Chirurg ihrer Majestät, hat das Dienstmädchen die Leiche gewaschen, hat entsetzt festgestellt, dass Herr Berry eine Frau war. Und Zeitgenossen haben gesagt, habe ich doch schon immer gedacht, ja, ist nicht groß und hat eine hohe Stimme. Aber ich denke, das haben wir heute wirklich nicht mehr nötig. Brauchen wir das? Brauchen wir das? Haben wir das nötig? Braucht Deutschland die Quote? Das sind zwei Meinungen, die meine eigene Meinung und auch meine Entwicklung klar zeigen. Und dem habe ich eigentlich fast nichts mehr zuzufügen. Die schon etwas gereifter ist, sagt, ich war früher gegen die Quote. Das war ich auch, muss ich sagen. Und um genau das zu unterstreichen, aber das Leben macht einen ja klüger. Und ich weiß es nicht, ob ich in 300 Jahren noch so prickelnfrisch bin für die Aufgaben eines Lehrstuhlinhabers in der Gastroenterologie. Und Frau Meckel hier sagt, junge Frauen leiden oft an kognitiver Dissonanz. Ich möchte sie nicht kränken, aber so war es ganz klar bei mir. Sie wollen nicht wahrhaben, dass ihre Aussichten beschränkt sind, weil das ihr Selbstbild erschüttert. Natürlich ist es so. Natürlich glauben wir, dass wir gut sind. Die Schriftstellerin Karen Duwe, die Sie übrigens lesen sollten, ist eine sehr intelligente Frau, sagt schlicht, keine Gesellschaft kann es sich erlauben, 50% ihres Potenzials einfach zu ignorieren. Und Frau Hoffmann, Unternehmensberatung bei Kienbaum, sagt, hier ging es um die 30%-Quote, dann sind ja Männer immer noch in der absoluten Mehrheit. Das müsste sich doch eigentlich eher beruhigen als beunruhigen. Ich möchte zusammenfassen. Egal, wo Sie die Raschauer Ihres Lebens hinführt, der nächste Noteinsatz ist immer, und das ist im Übrigen Frau Schulze-Schleithoff, im Notarzteinsatz, die übermorgen heiraten wird. Sie sehen, die Dinge sind nicht trennbar. Die Raschauer des Lebens. Zusammengefasst, ich hoffe, dass wir uns hier am Campus wiedersehen, egal ob Sie sich für die Gastroenterologie oder für ein anderes Fach entscheiden. Und ich kann aus tiefer Überzeugung sagen, das ist eine wichtige Veranstaltung. Nur Förderung des Nachwuchses ist nachhaltig, ist exzellent und ist die Zukunft. Ich danke Ihnen.